So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde World of Tanks. Sitze jetzt in meiner T92er Arti. Und ich kann euch schon mal eins vorab sagen. Grille 15 im Gegnerteam wird gleich etwas erleben, was er in seinen 16.000 Gefechten anscheinend noch nicht erlebt hat. Denn der Akku hat sehr viel Erfahrung in World of Tanks und er weiß ganz genau, dass am Anfang des Spiels die gegnerischen TDs Volltreffer. Habt ihr das gesehen? Volltreffer. Ich kann euch jetzt schon verraten, ich nehme euch das vorab. Das war eine 1000er Blindshot-Kelle. Und Grille 15 ist not amused. Ja, er wird gleich irgendwann links unten im Chat was schreiben. Aber komischerweise mit Verzögerung. Also er wird nicht unmittelbar jetzt was schreiben, sondern irgendwie ein paar Minuten später. Diese Tausender-Kelle hat dem gar nicht gepasst, weil er denkt sich, hä, ich war doch gar nicht auf. Wie kann der mich denn da treffen? Und jetzt kommt der Knaller, pass auf. Ich bin hier oben eingeaimt, ja. Ihr seht ja, wo mein Aimkreis ist, ne? So, pass auf. Guck, ihr seht ja meinen Aimkreis, ja. Ja, so, pass auf. Der fährt zurück, ich schieße. Jetzt kommt's. Der fährt zurück, ich schieße. Und treffe unseren eigenen Kollegen da. Also Team Damage, aber ohne Absicht. Ich wollte hier diesen komischen Scout-Mate oder was auch immer da in der Mitte treffen. So, jetzt. Nice cheat, T92. You are reported. Screen and replay. Send it to Wargaming. Good luck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Loser, ey. Was ein Loser, sag ich nur. Alter, 16.000 Gefechte und du weißt noch nicht mal, was ein Blindshot ist, oder was? Dafür braucht man kein Cheat. Verstehst du das? Hä, hey, warum kann ich nicht mehr in Arti-Mode gehen, ey? Was soll das? Ah, jetzt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Das ist die normale Kamera, so wie ich im Spiel gespielt habe. Ja, ich glaube, ich lasse das mal bei den Artis. So freie Kamera bei Artis ist total anstrengend, weil ich jedes Mal irgendwie wieder in Arti-Mod gehen muss. Jetzt pass auf, jetzt lasse ich das so. So, genau so wie ich im Spiel gespielt habe, ist die Kamera jetzt. Ich kann hier nirgends einwirken und gehe dann jetzt hier rüber. Das 970er Schelle auf Jagdpanzer E100. Jetzt habe ich der Grille mal was geschrieben. Grille, you deep red noob. I made a blind shot and hit you. Hahaha. Ja, ey, Digga. Der Typ hat nach 16.000 Gefechten noch nie was von Blind Shot gehört. Und reportet Leute für einen Blind Shot. Wow. Jagdpanzer E100 kurz rausgefischt. So, ja, ich kann euch jetzt schon sagen, ich kann hier nirgendwo mehr drauf wirken. Das Spiel haben wir gewonnen, aber ich werde hier keinen Schuss mehr rausbringen. Deswegen gehen wir jetzt schon mal zu den Stats.
So, hier haben wir die Gefechtsergebnisse. 3539 Schaden, 2 Kills. Und ja, das ist die Grille, die ich Blindshot getroffen habe für knapp 1000 Schaden. Geschütz zerstört und der hat mich dann auch reportet, ja. Ganz cooler Typ. Jagdpanzer 1434. Boah. So, wo ist er denn hier? Ach, mit 0 Schaden rausgegangen, ne? Ja, ja, kann ich verstehen. 16.000 Gefechte, ne? Und der weiß halt noch nicht, dass man auch Blindshots machen kann. Das heißt, blind irgendwo reinschießen, wo man Gegner vermutet. Eine ganz simple Sache, wofür man heutzutage reportet wird. Aber wir wollen mal hoffen, ne? Wie gesagt, Wargaming hat ja dieses Report-System, diese unfaire Spielweise-Scheiße mal ein bisschen runtergenervt. Früher war es ja alle 2 Wochen gesperrt wegen so Puzzle-Lacken hier. Wegen so Noobs, die einfach keinen Plan vom Spiel haben. Die haben dich einfach sinnlos reportet. Ja, und dann warst du einfach mal alle 2 Wochen gesperrt wegen so einer Scheiße. Zum Glück, seit ein paar Wochen haben die das so richtig geändert, das merkst du auch, da diese unfaire Spielweise ist nicht mehr so. Da können die dir so viel, da musst du schon was gemacht haben, die haben da irgendwas geändert, also einfach so unfaire Spielweise hat keine Wirkung mehr. Gut, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert, auch meinen Kraftsport-Kanal abonniert, die Links in der Beschreibung unten, und bewirbt euch, wenn ihr zu uns wollt. Wir sehen uns, bis dann.